So, und damit dann herzlich willkommen jetzt wirklich nach der einen verkorksten Aufnahme auf meinem Kanal und bei Mega Man 3, falls die Leute nicht mitbekommen haben, die auf meinem Kanal so rumlaufen, sind ja auch bestimmt ein paar. Mein Oder die sich checken, dass es im Hintergrund steht. Ja. Und zwar ungefähr dem muss ich kurz sagen, ich spiele mit Hons wie in vorherigen beiden Teilen Mega Man abwechselnd immer wieder durch. Muss man halt auch mal sagen. Komm, so nett muss man sein. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt den Hardman und nach meiner Logik zu Deck stehen muss, gehen wir zum Needleman, wobei ich eine Befürchtung habe. Hans, erklär die mal eben. Also, da Needleman ja oft so mit Nadeln zum Scheiß hat und wie man Nadeln überbrücken kann, ist meistens über Luft und in der Luft sind meistens unsere Freunde die Blöcke und vor Richtig. denen Oh hat mein Gott, Nenjo Igel! Angst. Igel! Igel! Oh mein Gott. Alter, die schauen übel gepanzert aus. Oh, Alter! Alter! Killie, hau ab, hau ab! Warum krieg ich die Scheiß-Stage? Was? Kill ihn, sofort. Oder lass ihn einfach sein. Ich lass ihn gewähren. Komm. Das Spiel! Lag! Ja, es ist übel, sobald zwei Gegner am Bildschirm sind, dann kackst du ab. Die Engine ist da nicht für ausgelegt. Kann ich eigentlich sliden? Ja, unten und springe. Ich kann sliden. Aber ich kann nicht ausweichen. Waffenenergie. Ja, was? Hä? Sauber Farsch. Komm, probier mal unseren Hartnackel aus, den wir bekommen haben. Ja, mach ich gleich, warte. Bei einem Boss oder so. Wir sehen das schon noch. Was ist das denn hier? Ich habe hier die böse Stage bekommen, glaube ich. Die sieht bis jetzt echt schon so richtig assig aus. Da fand ich letztes Mal die Heatman Stage und die war ja mal richtig. Du hattest Gutsman. War auch schön. Ja, ich habe immer die assi Stage. Ja, wär ich auch mal in der Zeit dran. Ja, wir zeigen das mal andere. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, eine Libelle. Sieht aus wie ein gigantischer Me-Tool, der sich versteckt. Oder so. Oh mein Gott, ich muss hier weg! Boah! Ich bin eingerostet! Komm, du darfst nicht gegen Mitsu stirben. Das geht ja mal gar nicht. Ja, stimmt auch wieder. Aber ich sei froh, dass das Respawning nicht so krass wie Ninja Gaiden ist. Scheiße. Ach, war sogar gut, ich hatte eh null Leben. Dank dir. So. War geplant. War ganz eindeutig geplant, Leute. Ich wollte mir erstmal das Level angucken, wisst ihr so. Ja, natürlich, wir wollen ja auch entertainen und so. Wir wollen ja nicht irgendwie das Spielknaller durchziehen. Eigentlich war der Hans ja abgesprochen, Vertrag nicht zugesichert als Fehler, aber ich dachte, ich mach das auch mal so ein bisschen. Ich versuche mich auch mal dran. Man muss sich auch weiterbilden, ne? Ja, also echt so, ey. Weiterbilden schadet niemand. Man lernt nie. Ja. Bildung erlangt man durch die Bildzeitung, meine Damen und Herren. Und jetzt haben wir genug Scheiße gelabert. Ja, echt jetzt. Genug Lügen erzählt. Dafür ist die Bildzeitung ja da. Ja, aber echt jetzt. So, warum thematisiert sich die Bildzeitung? Wegen Bildung. Alter. Was bist du denn eigentlich für einer? Ja, das Bild von Bildzeitung kommt von Bildung, nicht davon, dass viele Bilder sind. Boah, hast du gesehen, wie ich den geownt hab? Genatzt. Ja, aber übel. Genatzt, Alter. Hier, komm, renn weiter. Was? Ich kann direkt an der Kante runterrennen. Ich komm hier nicht durch. Das ist unmöglich. Leute, mach keinen Scheiß. Nein! Aber wir leben. Oh, das wird witzig. Das ist eine richtige Assi-Stage. So richtig behindert. Mit Kackigeln, ich kriege Ey, wenn später noch kommt, dann freue ich mich. So. Ja, komm, den hast du doch hart gefunden, ey. Das Schlimme ist, ich lerne ja auch nichts dazu. Doch, das war ganz. Das war passabel. So. Ja, das wird schon. Ja, es wird schon. Ich werde ein paar Versuche brauchen. Ich werde mich diesmal mal dumm anstellen. Das ist wie Ninja Gaiden, du musst einfach auswendig lernen. Ganz ehrlich. Was? Wie wählt man hier aus? Ich komme doch nicht ran! Jetzt, der war da gerade. Hartnackel! Boah, eine Faust! Wow. Ich bin Rocky! Ich wollte ihn ownen. War wohl nix. Der Hartnackel ist in die. Der ist ziemlich sinnlos. Okay, wie funktioniert Tony Hart. Ich weiß nicht, wie er funktioniert eigentlich. Hat er keinen toten Winkel? Nein! Was ziemlich kacke ist, finde ich. Sein scheiß Turret. Vor allen Dingen, du kriegst Leben in der geschmissen. Waffenenergie bleibt für mich übrig. Weißt du, was ich nicht benutzen kann. Ah, danke. Wir denken, du wirst den Hartnackel voll ausnutzen. Ja, natürlich. Was aber nicht so ist. Warum? Ey, wie soll man dem ausweichen? Keine Ahnung, gar nicht.
Warum kann er sich nicht ducken? Wie ein Anständiger. Jetzt musst du schaffen. Warum kann... Oh Gott, das geht nicht. Man kann den nicht aus... Das funktioniert einfach nicht. Was ist das? Ich lass mich jetzt nochmal töten, Leute. Tut mir leid. Das schneide ich einfach raus. Oh nein, er hat mich getroffen. Komm, rush durch. Ja, ich rush durch. Lass dir von allen hinten und rush durch. Ja, es ist nicht feierlich, dass ich jetzt gleich sowas kriege. Das ist doch nicht mehr normal. War irgendwie klar, Hans hat sich das bestimmt vorher ausgedacht und dann mich dazu genötigt. Dass... Hans ist schuld. Ich bin unschuldig. Ja. Bin bestimmt unschuldig. Ja, komm, hier, komm. Gib's mir. Oh. Da will man sterben, dann stirbt man nicht, ne? Das ist... Ich kann mir schon... Aber Gutsman beim anderen Mal war schon übel, ey. Der war schon richtig assig. Ich versuche mal den hier auszurechnen, wie der funktioniert. Okay, nee. Und wenn es überhaupt geht, ihn auszurechnen. Nicht zu vergessen. Boah, der war genatzt. Komm. Was mache ich hier eigentlich? Gib's mir! Game over. The end. Ja, das war dann unser Let's Play. Nein. So, ich gebe mir mal Mühe. Komm schon, du Spasti. So, schieß deine Kugel. Die... Oh nein, komm her, du Spasti. Was hat mich da berührt? Mal ganz ehrlich. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Luft. Nichts. Die Luft. Ja, aber doch, das lernst du. Du musst einfach so ein bisschen mit dir. Ja, man muss die Engine auch reinkriegen, ganz ehrlich. Das ist, Ja, wir sind eingerostete Mega Man-Nerds. Also. Das ist die Taktik, einfach rushen! Ja, rush, Alter. Schwer? Sieht man doch, das hilft. Ja, wir sind halt echt OP, also da kommt halt echt nichts dran vorbei. Ja, wenn wir erstmal im Fahrt sind, du. Weil ich dann, komm dann. Nicht auf die Viecher klar. Ja, die Libellen sind assig, ja. Ich seh's. So. Tut das Leid den Gegnern eigentlich weh? Oh, Mann. Keine Ahnung. Komm, ja. Ja, also. Scheißegal. Was? Warum krieg ich sowas? Was ist das? Oh mein Gott. Ich krieg hier die... Oh ja, danke. Ja, okay, das... Oh, du spawnst sogar da unten, ey, wie sozial. Wie das aussieht, ey. Das ich trau mich nicht. Warum krieg ich sowas? Können die dich one-hit? Nee. Okay. Oh, es sieht nach Böhm. Nein, kein Böhm. Ich will kein Böhm. Kein Böhm. Alter, wie ich das Ding in den Boden gerannt hat. Oh Gott, Energietank, ich will ihn. Ja, erstmal musst du den Assi da in die wegbekommen. Der kann mich. So, der kann da schon weiterschießen. So, ich nehme jetzt... Oh, dich, du Scheiße. Arcoil. Okay, passt schon mal. Haben wir schon mal einen Energietank? Oh, ja, schade. Du bist schon mal ein Stein vom Herzen gefallen. Oh mein Gott. Oh Gott, die Typen sind so assig. Hast ja, du gesehen? Du kriegst einen, ich krieg zwei. Ja, das ist der Unterschied. Okay. Dann mach ich das mal eben. Okay. Drückst du die überhaupt? Ja, okay. Ich geb ihn. Ich muss mich gerade konzentrieren. Okay, mach keinen Scheiß. Schön, ruhig bleiben. Ja, also. Das war Konzentration! Wuju-Style! Oh nein! Ah, nicht der Assi. Du kannst ja nur hitten, wenn er sein Ding offen hat, gell? Oder du slidest drunter durch, was weiß ich. Oh, like oh, a Boss! Was ist los? Ich komm wieder rein! Boss-Tür! Wie viel Leben hast du? Eins. Ah, hast eins, geht schon. Kannst ihn einmal herausfinden und das zweite über den Pony. Ich probier erstmal hiermit. Ja, mach mal hin. Oh Gott. Oh mein, das sieht so hassig aus. Das sieht so richtig knallhart aus. Was auch immer der Hartnackel bringt, ich check's nicht. Was für ein nutzloser Scheiß, der bringt ja gar nichts. Mach normal, das kann nicht sein. Ja, mach ich auch. Ich kann genau wie bei Mega Man 2 haben mir auch mein Cousin so gesagt, hey, du hättest sofort Metal Power nehmen müssen, weil sie spammen und so und die killt jeden Gegner. Und wir Idioten haben Metal Man, glaube ich, so Speck gemacht. Ja. Alter, der schluckt den mal überhaupt nicht. Pff, was hab ich hier für was gekriegt? Warum krieg ich sowas, Mons? Hans, er ist total aggro. Alter, wie der abgeht, ey. Alter, das gibt's doch nicht. Alter, aber wie schaffst du den jetzt? Ich sag's dir.
Ich schaff den nicht mit Energietank, das kannst du vergessen. Guck mal, wie wenig Schaden ich den mache. Das ist unmöglich. Der muss doch eh nie ein bestimmtes Pattern haben. Das kann. Ja, komm, komm, komm. Ich hab's versucht. In dem Moment kriegt er sogar Lex. Hey, der springt hoch und in der Luft schießt du so Ding an, den kannst du ausweichen und dann macht er so einen Nahkampfangriff. Ja, ich komme aber nicht weg, weil er immer verschieden weit springt, er variiert da. Ja, das ist das Assi hier drin. Alter, jetzt kommt überhaupt nicht mehr. Was willst du denn von mir? Puh. Scheiße, Alter. Oh, fuck, man. Warum krieg ich sowas? Das reizt. Ich mach die jetzt tot. Du stirbst als erstes. Du überlebst die Situation. Du stirbst als erstes. Oh nein! Wie trifft er mich? Durch den Windstoß, den sein Kugelrollen erzeugt, oder? Ja, der ist so schnell dran, dass er. Ja, natürlich. Komm, mach deine zwei Kugeln, dann machst du dein Muster. Oh, bitte. Mega Man war schon immer unfair und assig. Also. So. Ich schaff den. Ich schaff den. Ich probier gleich nochmal die Hartnackel aus. Die nutzloseste Waffe in-game. Ja, aber echt, so, die hat ja mal überhaupt nichts gebracht. Die war ja ungefähr so nutzlos, wie wenn du nach hinten schießen könntest oder so. Oh Gott, ich hab einen Fehler gemacht. Weg hier. Oh, fuck, man. Wo hat mich die Kugel erwischt? Wo? Wo? Ich hasse das. Das ergibt nicht mal Sinn. Was hat mich da erwischt? Die Kugel ist an mir vorbei. Alter Schwede. Ja, jetzt kommst du wenigstens wieder rein. Ich krieg ganz schön Hass auf das Spiel. Ich spiel 10 Minuten, ich krieg Hass. Das sind so richtige kranke Japaner-Entwickler mit Mini-Pimmeln, die. Egal. So, da schauen Minderjährige, nicht Minderwertige zu. Hallo. Weiß nicht, ob deine Zuschauer minderwertig sind. Hallo. Ich hab euch lieb. Ja, oh. Gut gerettet. So. Relax. Don't do. Alter, oh. Ich muss gerade eben mal diese scheiß Biene töten. So. Das ist nicht die Liebe, ne? Egal, die ist tot. Tot ist tot. Was denn? Aus der Luft hat sie mich gefischt. Triff mich da! Was ist das für ein... Oh, das ist geil. Ja, komm, ja, das geht doch. Es geht auch, aber es ist, Ja, ist ja trotzdem assig. Es gegen die Genfer-Konvention hier. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Ah, schön, wieder nur ein Versuch. Das heißt, ich muss bis zum Boss kommen? Ja, aber hallo. Sonst bist du halt im Arsch. Boah, das war gut. Ich brauch mal ein bisschen Motivationsspritze, Hans. Komm, das schaffst du schon, Alter. Das ist möglich, das ist echt möglich. So nicht. Okay, das ist auch möglich, dass sich das Ding dreht. Aber das ist assig, ey. Boah. Ich werde da sterben, Hans. Werde ich sterben. Wann muss ich springen? Wenn er sich einzieht, oder? Wenn er sich einzieht oder wenn er noch unten ist? Ja. Nein, der Igel tötet mich! Nein! Lass dich einfach nicht treffen. Nein, er tötet mich! Es war klar, dass er mich tötet! Aber wo starten wir jetzt? Mit null Leben hier! Wuhu! Was für ein Arschloch-Spiel, ey. Fuck, Mann, ey. Warum kriege ich hier die Bastardenkarte? Aber übel, ey. Ich glaube, das ist die assigste Stage, wahrscheinlich ganze Spiel oder so. Ich hoffe es inständig für dich, falls du als nächstes spielen musst. Nicht, dass du noch was Schlimmeres bekommst. Boah, das wäre ja mal richtig scheiße, ey. Dann wird es nicht so locker flockig wie es zwei, ey. Es ging ja durch wie ein Messer durch warme Butter, ey. Ja. Ach Gott, das war ja was so schön, ey. Das ist so scheiße. Das fängt jetzt schon so assig an. Ja, aber echt jetzt. Naja, ich muss auch mal einen Teil fehlen. Das muss auch mal erlaubt sein. Na, aber echt, du machst das über meinen Part, aber. Ein bisschen Abwechslung schadet nie. Ja, letztendlich hat das ja nichts mit Skills zu tun hier, sondern mit dem Glück, was man für Gegner kriegt. Ja, ist klar, ja. Alles auf eine Karte. Der kommt hoch! Verkackter AT-AT-Verschnitt.
ATS-Ding verschnitten. Ja, so viel Leben! Wollt ihr mich rollen? Weißt du, Honsch kriegt Leben hinterhergeschmissen und große Energieballe. Mhm. Zwei Stück und ich krieg nicht einen. Und ich kill so eine lästige Biene und auf einmal hab ich so ein Teil, ey. Okay. Das ist ziemlich am Müll. Sehen, wenn du das nochmal drückst, passiert dir irgendwas? Nein. Also einfach eine Faust, die wurde total durch. Die in Slow-Mo fliegt. Wow. Nutzloser geht's nicht, oder? Nee. Wer kriegt sie so einen Award für die... Die prallt ab, ey. Was ist denn? Das ist doch lächerlich. Ganz ehrlich, wer auch immer auf die Idee von der Waffe kommt, ist kürzlich eigentlich verprügelt. Oder Todesstrafe oder so ein Scheiß, ey. Das kann doch nicht sein. Giftspritze, setz den in der... Oh. Scheiße. Ich schaff das nicht. Komm, denk positiv. HIV-positiv. Ja, das kannst du auch denken. Es geht nicht! Man... Jetzt ganz entspannt. Ja, nee, ist klar. Komm. Es ist nicht mehr feierlich! Alter, der ist aber echt nicht witzig. Was ist das? Was ist das? Was? Ich bin für ein Veto. Ich mach jetzt eine andere Stage. Und wenn wir dann alle Energien haben, machen wir den am Schluss. Ja, wir suchen uns irgendeine Waffe, mit der wir den dann richtig pawnen können, ey, weil das ist echt nicht mehr witzig. Ich mach jetzt eine andere Stage. Lenio ist over. Ja. Bis gleich.